Was ist denn da los? Hast du Lust auf Nudeln? Was ist denn hier los? Diese kleinen Kinder. Guck mal, wie schlechtes Wetter wir haben. Das ist ein typischer deutscher Sommerwechsel. Was ist das? Was ist das? Was macht ihr da? Ich glaube, klar, das ist stärker. Wirklich? Bisschen. Oh. Ja, Wasserpistole bei so einem Wetter. Haben wir es eigentlich auch anders vorgestellt, aber die sind irgendwie mega stark. Sind die elektrisch? Ja, sind elektrisch. Elektrisch? Ja. Mit Akku und so? Oh mein Gott, okay, ich mach mal schnell zu hier. Jetzt beginnt der Kampf draußen. Zu einem Missverständnis. Krach ist immer doppelt so stark, wie eigentlich war, ne? Also macht euch jetzt bitte nicht nass. Okay, egal. Komm, macht, was ihr wollt. Ey, nein, meine Fenster. Clara. Das hat er jetzt gerade erst aufgewacht. Mittagsschläfchen gemacht, die süße Maus. Ich glaube, mein Blumensträußchen ist hier langsam hinüber, Justus, von meinem Geburtstag. Das ist aber laut, diese Dinger da. Tomatensoße, komm gleich. Noch schneiden. Packen. Das heißt, er hat schön Mittagsschläfchen gemacht. Also, jetzt wird erstmal noch nachträglich Mittag gegessen von Anastasia. Ich habe sie jetzt erstmal aufgeweckt, weil wir nämlich gleich zum Zahnarzt fahren werden. Waren ja auch mit den Kindern schon jetzt ein bisschen nicht mehr da. Und Anastasia wird heute zum ersten Mal zum Zahnarzt fahren. Ich habe jetzt keinen extra Termin für sie gemacht. Okay. Aber ich denke, es ist kein Problem. Ich meine, das dauert ja eh nicht lange. Ne? Wird ja nur kurz reingeguckt, das ist quasi nur zur Eingewöhnung. Das habe ich ja immer gemacht mit den Kindern, damit sie ja ab Welpenalter, wollte ich schon sagen, ab Babyalter schon Kontakt einfach haben zum Zahnarzt und wissen, okay, da legen sie sich schön gemütlich hin, machen den Mund auf und so. Und es passiert natürlich nichts Schlimmes. Ja, und bei Johann, Clara und Elisa wird halt ordentlich mal reingeguckt, ob auch immer schön brav geputzt wurde. Und Zahnreinigung wird dann auch gemacht, ne? So ein bisschen sauber gemacht. Genau, da fahren wir gleich los. Ich hoffe, die machen sich jetzt nicht zu nass. Das müssen sie gleich auch erstmal. Hat er ihr Socken nass gemacht? Das geht doch. Clara kennt er nicht. Ich mach auch mit. Huch, hat Papi aber voll gemacht hier. Nein, das habe ich nicht voll gemacht. Das hat sie gemacht. Nee, ich meine, jetzt ist das Ganze ganz schön voll gemacht. Ja, sehr viel. Spaghetti geht immer. Guck mal, wir haben sogar eine riesige Auswahl heute. Guck mal, nicht nur Spaghetti, sondern sogar auch noch Kartoffelsuppe war auch noch übrig gewesen. Haben wir jetzt auch noch gemacht. Oh. Ja, ich glaube, es ist genug, oder? Wie viel Parmesan muss da rein? Ja. Das ist aber nicht wieder der ekelische, ne? Von eben. Doch, aber ich habe jetzt nachgeguckt. Es ist eine andere Charge. Parmesan, Käse mit ein bisschen Nudeln. Oh, soll ich hier nochmal? Ich hole ja mal kurz ein Lätzchen. Ups. Wo ist das Zelt? Hast du schon abgebaut? Nicht ganz. Wo ist denn das? Das kann nicht trocknen, wenn es ständig regnet. Ach, da ist das Zelt. Siehst du das in der Ecke? Also die Kinder haben echt jetzt die letzten Tage im Zelt geschlafen draußen. War richtig toll. Auch wenn es so ein bisschen genieselt hat und so, war ja nicht schlimm. Hat denen richtig viel Spaß gemacht. Das ist echt gut. Johann hat sich die sehr gewünscht. Hat mehrfach darauf hingewiesen, dass er noch einen Wunsch frei hat. Und sein Wunsch war richtig krass. Also er hat gesagt, und eine für Clara, damit sie mitspielen kann. Okay. Aber die muss man ja so komisch aufladen. Ich denke, das schluckt ganz schön viel Batterie. Ja, aber kannst du nachladen. Also in so ein eigenes Batteriesystem. Was ist denn da drum da? Oh, schmeckt das gut, Anastasia? Jo, hat mich einfach abgespritzt. Was? So, musst du dich umziehen oder geht das noch? Wir müssen gleich los, Clara. Ich auch. Du auch, ja, das ist ja auch. Das ist auch wieder wach. Ja, sie ist wach und isst ihre Nudeln. Thank you.
Clara denn so ganz nass gemacht? Und du hast keinen Tropfen abbekommen. Genau. Kein Tropfen abbekommen. Zieht euch mal jetzt beide um, weil wir müssen ja gleich zum Zahnarzt, Leute. Was? Zum Zahnarzt. Das ist die coolste Wasserpistole der Welt. Ich dachte, der ist die schießt schon viel kürzer. Man macht sie richtig cool. Das ist richtig cool, das ist die beste Wasserpistole der Welt. Die beste Wasserpistole der Welt, also jetzt weißt du Bescheid. Damit werben sie so, ja. Ach, damit werben sie? Ja, dann. Ja, wenn ich sie finde, hat Justus für die Kinder bestellt. Dann verlinke ich sie unten. Willst du was trinken? Ja. Mami holt dir ein Glas, warte mal. Einsteigen! Oh, ein Einhorn. Ja, aber macht sie sich bestimmt gleich wieder raus, ihr Zöpfchen. Und das Tag ist ein kleines Einhorn-Baby. Weiß genau, was du meinst. So, einmal einsteigen. Ich hab schon was. Das ist dein Buggy. Das ist meine Buggy. So, na komm. Ich halte das zu lang. Kommst du rüber oder soll Mami den wegtun? Ja. Das ist besser nicht als erstes jetzt. Ja, das könnt ihr euch jetzt mal absprechen. Eieiei. Ich möchte gerne als zweites. Ja. Ich hab das, Mami. Okay. Und als zweites? Oder nee, ich möchte als erstes. Okay, dann bin ich als erstes. Hey, nein, ich bin als Achso, ich bin als erstes. Na komm, setz dich mal hin, dann kann Mami dich noch anschnallen. Ich bin als erstes, Clara als zweites und Jon als letztes. Nein, ich will sie nicht rausmachen. Ist egal, ich wusste es, dass sie es rausmacht. So, ich bin gespannt, wer von euch denn in den letzten Monaten sich die Zähne gut geputzt hat und wer nicht so gut geputzt hat. Anastasia heute zum ersten Mal. Ach, ich hoffe, das klappt mit Anastasia, dass sie mitmachen darf, weil eigentlich hatte ich ja keinen Termin für sie. Aber das geht ja schnell bei euch, ne? So, los geht's! Bist du happy? Zeig mal. Bist du wieder weiß? Bin ich wieder weiß? Ja, du bist die ganze Zeit schon weiß. Alles gut. Wir sind im Flur. Und Anastasia meinte schon eben, sie möchte nicht. Ne? Okay, dann komm. Ja. Kannst du auch draußen warten, ne? Hallo. Wie du möchtest. 12, 10, 9, 8. Jetzt kannst du es gleich ausspielen, das, 6, das Zeug. 5, 4, 3, 2. Anastasia. So, Anastasia, traust du dich gleich auf? Ja. Ja, oder? Bis jetzt wolltest du immer und dann kamen diese Geräusche da. Dann wollen sie doch nicht mehr. Aber jetzt traut sie sich zumindest schon mal auf den Stuhl. Dann kannst du gleich auch wieder runterklettern, wenn du willst. Dann ist erst mal Clara dran. Willst du doch nicht? Ja, dann komm runter, mein Schatz. Dann können wir tauschen. Sie fühlt sich aber langsam schon wie zu Hause hier. So. Möchtest du wieder rauf? Ja, dann kletter wieder rauf. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, Anastasia. Guck mal, ist gar nicht schlimm auf dem Stuhl, ist sogar gemütlich. Und ist es gemütlich, Anastasia? Ja. Hast du denn gut Zähne geputzt? Nein. Na? Nein? Mal. Oh, was hast du auf der Hose? Ein Reh? Ziege hat Kaka. Die Ziege hat Kaka gemacht? Mein Schatz. Da ist ein Reh. Das sieht hübsch aus, hat Blumen im Haar. Das ist eine Rückenlehne. Genau, kann man sich so hinsehen. Ein Stern? Ja, das ist ein Stern.